Tirana, die Hauptstadt Albaniens. Vedar Seneli ist Psychologe und einer der ersten Gewaltberater für Männer in Albanien überhaupt. Zusammen mit seinem Kollegen Ulen fährt er ins Schwerverbrechergefängnis 313. Dort werden sie einen 57-jährigen Bauern treffen. Er hat seine Frau bewusstlos geschlagen. Wir machen diese Arbeit, weil Gewalt, vor allem häusliche Gewalt, ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft ist. Aber niemand will darüber sprechen. Die meisten verleugnen alles. Viele sehen häusliche Gewalt als privates Problem an, das innerhalb der Familie gelöst werden sollte. Doch langsam findet ein Wandel statt. Die Modernisierung weicht die Stereotypen Geschlechterrollen auf. Immer mehr Frauen versuchen, ein selbstbestimmteres Leben zu führen, wehren sich. Die Arbeit mit Gewalttätern ist nicht einfach. Jeder, wirklich fast jeder, sagt am Anfang das Gleiche und stellt sich als das Opfer dar. Unsere Arbeit besteht darin, den Gewalttätern bewusst zu machen, dass sie verantwortlich sind für ihr Verhalten und nicht die Umstände. Hallo, wir sind da. Dürfen wir rein? Ja, aber die Kamera ist erst drinnen erlaubt. Der achtfache Vater aus dem Norden hat Küchendienst. Auch er macht die bittere Armut für seine Tat verantwortlich. Wenn die wirtschaftliche Situation nicht so schlecht wäre, wäre ich meiner Frau gegenüber niemals gewalttätig geworden. Auslöser des Streits war eine Packung Zigaretten. Ich wusste nicht, dass sie so schwer verletzt ist. Mein Bruder hat sie ins Spital gebracht. Ich hatte ihn angerufen und gesagt, dass ich nicht nach Hause komme. Okay, hat er gesagt. Und dann, dass er meine Frau ins Spital gebracht hat. In den Gesprächen kommt Bledar dem Mann näher. Ziel ist es, dass er seine Tat verurteilt, nicht aber sich als Mensch. Ich liebe meine Familie wirklich. Ich möchte so bald wie möglich wieder mit ihr zusammen sein. Die Berater üben mit den Tätern neue Verhaltensweisen ein, damit sie sich bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikten in Zukunft anders verhalten. Wenn er nicht an sich arbeitet, würde er das Gleiche wieder tun. Wenn er aber jetzt erneut in einen Konflikt gerät, wird er besser darauf vorbereitet sein und die Situation diesmal ohne Gewalt lösen. Arbeit mit Gewalttätern ist in Albanien noch Pionierarbeit. Der angestrebte Wandel bei der Täterarbeit geht sehr tief. Die Haltung gegenüber Frauen muss sich ändern. Regelmäßig finden in Shkodra Aktionen statt, um auf die häusliche Gewalt aufmerksam zu machen und um einen Bewusstseinswandel auszulösen. Darin unterstützt werden die lokalen Organisationen von Yamane Schweiz. Die Frauen sollten zur Polizei gehen können, ohne von der Gesellschaft verurteilt zu werden. Sie müssen wissen, dass sie ein Recht auf Schutz haben. Unter dem Mantel des Schweigens leiden viele Familien. Junge Leute wollen damit Schluss machen. Doch wer sich gegen Übergriffe wehren will, riskiert dabei viel. Die Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Oft wird dem Opfer die Schuld in die Schuhe geschoben. Sie habe den Ehemann provoziert, sich falsch verhalten, gegen die Regeln verstoßen. Und kommt es zu einer Anzeige, muss oft die Frau das Dorf verlassen, nicht ihr Mann. Wir möchten ausdrücken, dass es hier nicht nur um die körperliche Gewalt geht, sondern auch um die psychische Gewalt. Bis vor kurzem war es üblich, dass eine Frau ihren Verdienst an den Mann abgab. Die fehlende berufliche Erfahrung und mangelnde Bildung sorgen auch heute bei vielen Frauen für finanzielle Abhängigkeit. Zudem ist Albanien ein Tieflohnland. Kaum jemand kann im Fall einer Trennung für sich und die Kinder allein aufkommen. So sind die Familien aneinander geschweißt.
Frauen lösen sich deswegen selten aus einer Gewaltbeziehung. Junge Albaner verabschieden sich zunehmend von starren Rollenbildern. Sie wollen eine ehrliche und gleichwertige Beziehung. Die Veränderung muss früh beginnen. Meiner Meinung nach brauchen wir ein Programm für staatliche und private Schulen, um die Mentalität der ganz Jungen zu verändern. Die Entwicklungsorganisation Yamane Schweiz lanciert und unterstützt Präventionsprogramme an albanischen Schulen. Später sollen diese in den staatlichen Grundauftrag integriert werden. Fisnik ist internationaler Fußballschiedsrichter und Gewaltberater. Auf dem Weg in ein Dorf im Norden. In den Schulen betreiben wir Präventionsarbeit. Das Ziel ist es, die Schüler zu informieren und sie für das Thema Gewalt zu sensibilisieren. Nicht nur in der Familie, sondern auch sonst. Aber der Fokus liegt auf der Familie. Zusammen mit seiner Kollegin Celestina konnte Fisnik in dieser Klasse einen Rahmen der Vertrautheit schaffen. Heute findet der letzte von mehreren Workshops statt. Hier können Fragen gestellt werden, die junge Menschen beschäftigen. Wie kann man eine glückliche Beziehung führen? Wie haben es meine Eltern vorgelebt? Und wer bin ich eigentlich? Tief verankerte Vorstellungen über Männlichkeit werden langsam aufgelöst und mit positiveren Bildern besetzt. Das Ziel dieser Rollenspiele ist, dass die Kinder die Geschlechterrollen kritisch hinterfragen, indem sie sich in die Position des Mannes versetzen, welcher das Sagen hat in der Familie, oder in die Position der Frau, welche nicht genügend wertgeschätzt wird. Die Szene im Theaterstück ist ganz aus dem Alltag gegriffen. Es war Nacht und ich stank nach Alkohol. Ich zog meine Jacke und Schuhe aus und setzte mich auf die Couch. Ich befahl meiner Tochter, mir die Hausschuhe zu bringen, ohne Bitte zu sagen. Pantoffeln! Ich hole die Kinder von der Schule ab. Ich mache die Hausarbeiten, gehe einkaufen. Ich bin auch müde. Halt den Mund und mach das Abendessen. Du gehst mir auf den Nerv. In diesem Moment verstand ich, was es heißt, eine Frau zu sein. Genug, sage ich dir. Du gehst mir auf die Nerven. Ich habe auch verstanden, wie sich die Frau fühlt, wenn der Mann ihr Befehle erteilt. Mein Großvater war so ein Typ. Ich kann es nicht in Worte fassen. Er wollte immer Befehle erteilen. Er verhielt sich wirklich nicht gut. Während der Workshops machten die Jugendlichen erstaunliche Änderungen durch. Bevor ich diesen Workshop gemacht hatte, nutzte ich meine Rechte als Bruder aus, wenn ich wütend war. Und verhielt mich sehr schlecht gegenüber meiner Schwester. Wenn die Leute mich fragen, was sie tun können, um Gewalt zu verhindern, sage ich immer, zuerst musst du mal ein gutes Beispiel sein. Aber es gibt nicht viele gute Vorbilder heute, gerade auch in Albanien. Schweiß, Männlichkeit, Leidenschaft. Ein Basketballspiel in Shkodra. Und genau hier finden wir auch Vorbilder. Fisnik hängt Plakate zur Sensibilisierung gegen Gewalt an Frauen auf, verteilt Flyer und stiftet weitere Vorbilder an, sich öffentlich für eine friedliche Gesellschaft einzusetzen. Durch die Sensibilisierung erheben wir unsere Stimme. Ich sage Nein. Nein zur Gewalt. Diese Botschaft erreicht viele Menschen. Vielleicht auch den Mann im Gefängnis, der seine Frau bewusstlos geschlagen hatte. Vorbilder wie die Gewaltberater aus Tirana und Shkodra ermutigen andere Männer in ihrem eigenen Veränderungsprozess.
Zuerst tun sie so, als ginge es um eine kulturelle Sache, die unveränderbar ist. Doch dann fragen sie dich aus und wollen mehr wissen. Die meisten zeigen es nicht, aber ich bin 100% sicher, dass sich etwas geändert hat. Working, please.